Wasser ist eins der Grundnahrungsmittel des Menschen. Und doch hat nicht jeder diesen Luxus wie wir Deutschen und kann zum Wasserhahn gehen und ihn aufdrehen. Manche Leute müssen mehrere Kilometer laufen, um an Wasser zu kommen. Weil sich viele Leute dessen bewusst sind, sparen sie Wasser, indem sie weniger duschen. Das ist aber noch nicht alles, wo man Wasser sparen kann. Denn Wasser steckt überall drin. Deshalb hier heute: Wie viel Wasser steckt wo drin? Die Wassermenge in den folgenden Dingen berechnet sich beispielsweise aus der Bewässerung der Pflanze, der Produktion der Maschinen und deren Treibstoff, die für das Produkt benötigt werden. Wie viel Wasser stecken in einem Liter Bier? Richtig, in einem Liter Bier stecken 295 Liter Wasser. Wie viel Wasser steckt in einem Kilogramm Kaiserbrötchen? In einem Kilogramm Kaiserbrötchen stecken 690 Liter Wasser. Und wie viel Wasser steckt in einem Liter Wein? Na? Genau, in einem Liter Wein stecken 872 Liter Wasser. Und in einem Kilogramm Kartoffelchips? ...1040 Liter Wasser pro Kilogramm Kartoffelchips. Und wie viel Wasser steckt in einem Kilogramm Rohrreis? Ja, genau. In einem Kilogramm Rohrreis stecken 1670 Liter Wasser. Wie viel Wasser steckt in einem Kilogramm Papier? In einem Kilogramm Papier stecken 2602 Liter Wasser. Wie viel Wasser steckt in einer Jeans? Na, wisst ihr es? In einer Jeans stecken 8000 Liter Wasser. Wie viel Wasser steckt in einem Kilogramm Rindfleisch? Genau. In einem Kilogramm Rindfleisch stecken 15.415 Liter Wasser. Wie viel Wasser stecken in einem Kilogramm Leder?
In einem Kilogramm Leder stecken 17.093 Liter Wasser. Wie viel Wasser steckt in einem Kilogramm Röstkaffee? Wisst ihr es? ...18.857 Liter Wasser stecken in einem Kilogramm Röstkaffee. Wir halten also fest, dass man nicht nur mit weniger Duschenwasser sparen kann, sondern auch beim Einkaufen kann man viel Wasser sparen. Ich hoffe, dieses Video hat euch den Wert von Wasser ein wenig näher gebracht. Das war's dann auch schon wieder. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.